Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: Wenn ich über mich selbst Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist es, der über mich Zeugnis ablegt. Und ich weiß, das Zeugnis, das er über mich ablegt, ist wahr. Ihr habt zu Johannes geschickt, und er hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Ich aber nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an, sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet werdet. Jener war die Lampe, die brennt und leuchtet. Doch ihr wolltet euch nur eine Zeit lang an ihrem Licht erfreuen. Ich aber habe ein gewichtigeres Zeugnis als das des Johannes. Die Werke, die mein Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu Ende führe, diese Werke, die ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat. Auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat über mich Zeugnis abgelegt. Ihr habt weder seine Stimme je gehört, noch seine Gestalt gesehen, und auch sein Wort bleibt nicht in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Ehre von Menschen nehme ich nicht an. Ich habe euch jedoch erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn annehmen. Wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander annimmt, nicht aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose klagt euch an, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr Mose glauben würdet, müsstet ihr auch mir glauben, denn über mich hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben? Es ist eine lange Stelle, aber die Botschaft ist ziemlich kurz und klar, oder eine der Botschaften. Jesus ist frei von den Meinungen anderer, weil er die Ehre vom Gottvater empfängt. Er lebt aus der Beziehung mit seinem Vater. Das ist sein Maßstab und das Entscheidende für ihn. Wie habe ich das? Was beeinflusst mich am meisten? Ich denke, dass das, wie ich mich als Christ oder Christin verhalte und wie ich handle, vor allem von zwei Sachen abhängt. Davon, für wen ich Gott halte, und anschließend davon, für wen ich mich halte. Ich habe mal eine Geschichte gehört, die das ein bisschen anschaulicher macht. Ein Mann ging am Abend durch die Stadt und auf einmal fliegt vor ihm einer aus einer Bar aus, auf den Gehsteig, und hinter ihm kommen zwei andere Männer und die beginnen, den Liegenden zu prügeln. Und der Mann weiß, dass er jetzt irgendwie eingreifen sollte, aber er weiß nicht wie. Also nimmt er den ganzen Mut zusammen, den er gerade hat, und sagt so resolut, wie er gerade kann:
könnt ihr bitte aufhören? Und die Männer schauen zu ihm hin und hören tatsächlich auf. Und er denkt sich, boah, das war jetzt ein Wunder. Und dann dreht er sich um und sieht, dass hinter ihm gerade der Security-Mann von der Bar steht. Der größte und stärkste Mann, den er je im Leben gesehen hat. Und da endet die Geschichte. Wenn ich mir heute sicher wäre, dass hinter mir jemand steht, der viel stärker ist als ich und der auf meiner Seite ist, wie würde das mein Handeln heute beeinflussen?